Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Mystery Case Files Return to Ravenhearst. Jo, das letzte Mal hatten wir mehrere Rätsel, mehrere Wimmelbildspiele gelöst, haben endlich den Türgriff gefunden, der hoffentlich in den Wandschrank hier oben passt. Hier haben wir noch ein Wimmelbildspiel, was neu gekommen ist. Wir können hier rein, wir können hier weiter, also wir haben alle Möglichkeiten, alle Wege offen, doch ich würde mal sagen, wir begeben uns, hier in die Schule, ne? Zum Schule? Ich meine, zum Spielzeugladen, ne? Machen gleich das Wimmelbildspiel, toller Einstieg, sofort failen, ne? So, wir suchen hier zuerst das Bügeleisen, eine Sicherheitsnadel und eine Lakritzstange. So, fangen wir doch mal von vorne an. Wir suchen ein Bügeleisen. Das war eine Kirsche, aber kein Bügeleisen. Hier, eine Sicherheitsnadel. Ja. Ja, ja, sehr spannend, muss ich sagen. Und eine Lakritzstange. Was war denn das jetzt schon wieder? Eine Schleife war das, okay. Und eine Lakritzstange. Hier. Versteckt zwischen den Bohrköpfen. So, Sicherheitsnadel. Wird ja auch nicht so schwer sein, oder? Ich räume dabei die anderen Sachen ab. Währenddessen ich die Sicherheitsnadel suche. Was? Er wird bald hier sein? Oder wie? Oder was? Oder wann? Schon wieder ein Revolver. Schon wieder Waffe. Jedes Mal fällt euch das auf. Jedes Mal in einem Wimmelbildspiel eine Waffe. Ey, 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 ey. Und nie nehmen wir eine mit. Wirklich. Da ist die Sicherheitsnadel übrigens. So, dann suchen wir einen Hammer, eine Schildkröte und Metallkreuzchen. So Metallkreuzchen, ja. Bauklötze und ein Schwein. Schwein haben wir hier. Bauklötze. Ja, Bauklötze. Versteckt euch nur. Ich werde euch finden. Und dann werde ich mit euch bauen. Da, Bauklötze. Juhu, ein Hammer, ich freue mich. So, komm. Was haben wir hier? Nichts. Ein Telefon. Ach ja, neben den seltsamen Telefon sind merkwürdige Nummern notiert. Ich höre keinen Wählton. Ja, muss ich noch wahrscheinlich irgendwas machen. Die Hintertür ist sehr fest verschlossen. Hoppala, nein. Ich wollte heruntergehen in den Keller. Lauwarmes Wasser tropft vom Rand dieses alten Fasses. Ich sehe an der Seite des alten Schulhauses eine Kellertüre. Telefon. Igitt, das ist dazu ekelhaft. Ich kann das nicht öffnen. Ich muss diese Kakerlaken loswerden. Ja, ich hätte mal eine Idee. Nimm jede einzelne Kakerlake, tu sie braten und dann iss sie. Oder du nimmst einen Insektenspray und sprühst da mal. Ah. Hui. Hui. Haha, so. Was? Ja, das ja. Was alle an einen zu folgen. Was? Out in. Bitte wie? Bitte wann? Bitte wo? Achso, muss ich die jetzt alle verbinden, oder was? Na, das wird lustig, Freunde.
So, da kann ich so, 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 so. So, so. Hey! Oh, scheiße, ich hab scheiße gebaut. Nein! Aber so hat's eigentlich recht gut geklappt. Könnte aber eigentlich rein theoretisch. Ach, Kacke. Könnte ich nicht, nein. Gut, warte mal, da mache ich das so und das so und das so und das so und das. Nein, das geht auch nicht. Warte mal, machen wir mal so wieder wie vorher. So. Kann ich hier so und so und so. So, 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 so. So. So, so, so. Das ging jetzt aber leicht. Zu leicht. Im Teddy wurde etwas Hartes eingenäht. Oje. Haben wir... Nö, was machst du da eigentlich? Ja, Teddy zerstören, ne? Wonach sieht's aus, oder? Ja, gut, keine Ahnung, wir brauchen eine Schere. Wie? 100 gewinnt. Boom, das geht zu schnell. Na, da, da, da. Hallo? Hä? Ach so, darf ich alles außer Rot treffen, oder was? Ja. Na, das gibt's ja nicht. Ah ja, Rot. Ja, rot darf ich nicht. Gut. Schon anstrengend irgendwie. Nein! Ha! Nein, nein! Oh, diese Reaktion immer. Na! Nein! Vor! Gut! Ha, puh! Nein. Was? Jetzt war ich durcheinander. 50. Nein. 60. Na. Mmh. 80. Komm, 20 Punkte noch. 20 Punkte, dann haben wir es geschafft. Na. Hallo? Nein! Hallo? Ey, was tut denn das? So, Kruzifix nochmal. Was kriegen wir da eigentlich? Scheiß Reaktion. Hoppala. Na! Scheiße, Alter. Puh. Uff. Nein! 90, komm! Nein! Alter! Nein! Puh! Ja! Ach so, eine Münze. Boah.
Alter. Puh. Hä? Kriegen wir da jetzt noch Münzen? Nee, oder? Alte Münze. Gut, gehen wir zurück wieder. Ich würde mal sagen, wir gehen in die Schule. Nein, nicht rein, sondern hier durch. Das sieht wie ein alter Abziehstein ohne Riemen aus. Oh, ein Riemen. Ich habe nichts, was geschärft werden muss. Treibstoff tropft aus einem recht großen Tank. Brauchen wir vielleicht... Nein. Dieses Spiel macht mir immer Angst. Flucht. Aha, und ein Haufen Schutt aus dem Loch in der Decke. Nur wegen dem Schleifstein sind wir jetzt hier, oder was? Anscheinend, ja. Gut, dann gehen wir wieder zurück. So spektakulär war es doch nicht. Und wir haben hier ein weiteres Wimmelbild. Und zwar suchen wir Steuerrad, leeres Glas und Honig. Honig haben wir bereits hier. Ein leeres Glas. Und ein Steuerrad. Steuerrad haben wir hier. Ein leeres Glas haben wir hier. Schuhe, Lippenstift und eine Nadel. Tja, Dartpfeil, Diamantring, ja, und die Flöte, die wissen wir ja schon, wo sie ist, ne? Dim, 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 Lippenstift. So, Schuhe, Nadel und Fußball. Schuhe. Da haben wir den Fußball. Ach, das sind Schuhe. Ich glaube, das sind Amsen, also so Spatzen oder irgendwas. Ja, und jetzt suchen wir die Nadel im Heuhaufen. Da haben wir die Nadel. So, ein leeres Glas haben wir gefunden. Ich freue mich. So, dann haben wir hier zackig an der Tür fehlt ein Griff. Nein, den haben wir bereits jetzt. Motten ernähren sich von der alten Kleidung. Huch! Was die denn jetzt? Die Zwillinge haben anscheinend einen Fluchtweg durch den Fels gegraben. Ich fand den fehlenden Türgriff, der mich an der Erkundung des Schrankes hinten im Schlafzimmer der Zwillinge gehindert hatte. Drinnen begrüßten mich die erwarteten Motten zerfressenden Requisiten sowie das unerwartete Wehen frischer Meeresluft. Das Geheimnis eines ausgefransten Posters wurde durch den behutsam jenseits der Wand peitschenden Wind preisgegeben und ein schnelles Ziehen am Bild legte einen Tunnel frei, der draußen inmitten der Klippen endete. Roses Töchter hatten mühsam die Erde unter Ravenhurst Manor entfernt, um Charles Fängen zu entkommen. Von der Strecke zu urteilen, die sie hätten herabsteigen müssen, fürchte ich, dass ihr Fluchtversuch tragisch geendet hätte. Hinten auf dem Post ist eine Telefonnummer notiert, die in diesem Fall wahrscheinlich jedoch bedeutungslos ist. Tja, wer sagt denn das? Ich. Hol mir mal schnell einen Stift und etwas zu schreiben. So, und schreib's mir zugleich auf 5635175. Wer sagt, dass die so nutzlos sein könnte, die Telefonnummer? Wir schreiben uns alles auf, wir notieren uns alles. Diverse Kinderklamotten und Spielsachen sind hier verstaut. Die verfallende Habe junger Mädchen. Gut, im Prinzip haben wir sonst hier nichts mehr. Das heißt, Freunde. Jo, wir gehen jetzt telefonieren. Aber nur wo? Scheißendreck, wo war das Telefon? Da war das Telefon. Jo, aber ich würde mal sagen... Welton existiert?
Und ich würde mal sagen, Freunde, wir rufen dann die ominöse Nummer in der nächsten Folge an, wenn es wieder heißt Let's Play Mystery Case Files Return to Ravenhearst. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Bis dahin, bye.